So, es geht los. Es geht los. Ich habe hier den Raspberry Pi in seinem Gehäuse. Und ich drücke jetzt mal die Batterie. Und es fängt an zu booten. Ich starte auch gleich mal mein Handy. Weil ich mich dann mit SSH verbinden will. Das ist nicht schwer, wenn man diesen Juice SSH hier, ich zeige mal, Juice SSH hat, und da steht Pi. Sobald er jetzt gebootet hat, kann ich mich auch mit ihm verbinden. Dann kriege ich die Statusmeldung und Fehlermeldung direkt auf Samsung Galaxy S3. Was man jetzt sieht an dem Bootmenü ist, dass er wartet auf eine Ethernet-Schnittstelle, die aber nicht vorhanden ist, mit der ich im Notfall verbinden könnte, wenn es WLAN nicht ging. Aber es ist irgendwie, brauche ich die Schnittstelle gar nicht. Ich werde sie demnächst rausmachen, weil wenn sie nicht geht, habe ich auch noch andere Möglichkeiten, mich zu verbinden. Zum Beispiel direkt über eine Tastatur oder über GPS, GSM oder sowas. Ich habe da nämlich noch ein Stick und das zeige ich dann auch gleich. So, jetzt sind wir im Bild drin. Das ist also das Menü, das erste Einstiegsmenü. Ich verbinde mich mal mit dem Gerät. Ich kriege auch eine Ausgabe. Das sehe ich jetzt auch gleich, dass ich es fernsteuern kann. Ich spring mal jetzt vom Handy aus ins Menü Nummer 2. Also das geht. Ich kann aber auch hier weiterspringen. Sieht man. Im Info-Bereich kann ich in Untermenü springen. Da komme ich natürlich wieder mit zurück. Da wird der Mobilstick angesteuert, also der UMTS-Stick, Surf-Stick, wie man auch nennt. Da kann ich mir die Uhr anzeigen. Ich bin im Internet verbunden. Ich kann durch den WLAN-Stick, ich weiß nicht, ob man es sieht, muss man gerade gucken. Das ist neben das Ding, wo blinkt. Warte mal, schieb's ein bisschen rüber. Jetzt sieht man es, gell? Das blinkt. Das ist der WLAN-Stick. Und wenn ich was auswählen will, muss ich den unteren Knopf drücken mit dem Pfeil nach rechts. Das mache ich jetzt mal. Jetzt sieht man auch da wie. Und wir haben jetzt den 21.08.2014, 16:22 und 24. Das ist, diese Uhrzeit hat er sich jetzt aus dem Internet geholt und hat sie da angezeigt, weil dieses Gerät hat keine eigene Uhr. Jedes Mal beim Hochfahren ist die Uhr auf 0. Also Uhrzeit nur, wenn man es ihm eingibt oder aber wenn er es sich aus dem Internet holen kann. So, ich gehe da mal wieder raus und gehe in den nächsten Punkt. Da kann ich mir den Strom, na, da kann ich mir den Strom Da kann ich mir den Strom angucken, wo mein Server gerade verbraucht. Und da drücke ich mal drauf. Und zwar haben wir jetzt 126 Watt. Das ist deswegen, weil der Rechner an ist. Und VNC läuft, die Aufnahme läuft. Verschiedene Sachen sind angeschlossen, zum Beispiel Webcam und der Monitor läuft auch mit dem Video, jetzt wo ich gerade aufzeichne. So, sonst im Standby steht er nur auf 15 oder 22 Watt. Das kann man dann im Internet nachgucken, dann bin ich nicht zu Hause. So, jetzt gehen wir mal wieder raus und mit dem Menü springe ich jetzt mal zurück.
Und im Bild 1 kann ich jetzt die Bildershow starten. Das habe ich ja schon öfters gemacht. Da sind die Pin-Belegung von dem Raspberry Pi. Dann ist ein Linux. Das hätte er jetzt nicht machen sollen. Noch ein paar Linux, noch ein paar Linux. Noch ein paar. Da springe ich wieder. So springe ich normalerweise wieder raus. So, in dem Bild 2, da kann ich mir einen Film angucken. Das machen wir jetzt mal. Und der geht auch mit Ton. Ich stecke jetzt hier mal den Ton rein. Schalte mal an. Also, das ist irgend so ein Lego-Baustellenfilm, wo sich der Darsteller einen Windows-Computer kauft und dann mit dem Bluescreen nicht so sehr glücklich wird. Ich breche das jetzt mal wieder ab und dann müssen wir neu booten. So, ich muss jetzt den neu booten, weil ich jetzt mich mit dem GSM UMTS-Stick verbinde. Dazu ziehe ich einfach einen Stecker raus. Das ist das Einfachste. So, GSM-Stecker ist drin. Ich verbinde mich. Na, das ist mit den USB-Stecker immer so. Man hat sie immer verkehrt drum reingesteckt. So, jetzt sieht man es. Ja, es ist schön im Bild. Es bootet jetzt. Jetzt ist es halt so, dass ich den Treiber für den GSM UMTS-Stick da den, also diesen Surfstick nicht immer laden will, weil er mir am Anfang eine Errormeldung bleibt und eine Errormeldung gibt und bleibt dann einfach stehen. Ich weiß nicht, wie ich es überspringen kann, deswegen und wegen es muss ja nicht immer geladen sein. Also habe ich gedacht, ich lade mir den Treiber dann genau dann, wenn ich ihn auch brauche. Dumm gebabbel, babbel, babbel und es hängt wieder beim Booten. Ja, wir warten jetzt, dass er hochgebootet hat. Also das Handy brauchen wir jetzt im Moment nicht, weil ich habe den Stick gar nicht reingesteckt. Ich kann mich also auch nicht über SSH verbinden. Ich kann nur mich jetzt über das GSM-Netz mit der Welt unterhalten. Das probiere ich jetzt mal. Wenn er fertig gebootet hat, endlich. So, ich gehe jetzt zack, zack, Info und Mobil. Da gehe ich jetzt auf Mobil und hoffe jetzt, dass er den Stick erkennt und sich dann, man sieht es schon ein bisschen flackern. Ich schiebe das Ganze jetzt ein bisschen rüber, dass man den Stick, das Klemmchen auf dem Stick noch sieht. Der Rest ist ja so. Jetzt sieht man das. Jetzt sieht man, hier sieht man, wie der Prozessor arbeitet, wenn das flackert. Und da hinten ist der Stick, wenn er breit ist, wird er dann grün oder blau oder je nach Farbe hat er dann eine andere Verbindung gefunden. Jetzt ist es aber so, dass er eigentlich jetzt was gefunden haben müsste. Das macht er aber nicht. Ich drücke noch mal. Ich drücke jetzt einfach noch mal.
Das ist jetzt natürlich ein bisschen langweilig, weil was kann ich jetzt noch zu dem Gerät erzählen? Es blinkt jetzt grün und ich hoffe ja, dass wir jetzt demnächst Verbindung kriegen. Das ja, jetzt sieht man es, hinten ist blau geworden, jetzt grün. Das heißt, wir haben eine gute Verbindung und die können wir jetzt auch gleich benutzen. Ich schiebe das wieder zurück, dass man das Display sieht. So, das Mobil kann man jetzt wieder verlassen. Das ist spiegelverkehrt, wenn man halt kein Profi ist und sich nicht so oft. So. Jetzt gehen wir da raus und die Uhr, das müsste mir. Die Uhr, die geht. Also mir hol jetzt mal die Uhr aus dem über UMTS. Funktioniert. Dann gehen wir wieder zurück. Und jetzt. Jetzt wollte ich noch folgendes zeichnen. Na komm, du blöde Uhr. So, zurück. Und jetzt kann ich noch zeigen, wie ich ins Internet komme mit einem Windows-Oberfläche, also einer Window-Oberfläche, kein Windows natürlich. Ich sage da auswählen und jetzt bootet er mir so. Wir haben unten hier die Status oder Statusleiste und ich habe hier eine Maus. Ich habe eine Maus angeschlossen, die hier. Da fahre ich jetzt da unten links rein. Jetzt kann ich mir auswählen, was ich denn haben wollte. Internet, Grafik, Education, Accessories. Aber diese Sachen bestehen ja meistens nur aus Rand hier und das hat keinen Sinn. Deswegen da was zu machen. Ich mache mir einfach mal eine Konsole auf, Bash. Und tippe jetzt da mal ein. Das Fenster kann man ein bisschen rüberziehen, dass man das mitlesen kann eventuell. Sudo reboot. So, dann Enter. Ja, ich habe reboot geschrieben. Sudo reboot. Was ein Glück, habe ich eine Brille auf. Jetzt hängt er aber gewaltig. Sudo reboot. So, jetzt hat er Su reboot. Der macht kein Su. Das sind diese ganzen Ubuntu-Dinger. So, jetzt aber. Jetzt fährt er runter den Apparat. So, er verabschiedet sich jetzt. Und ich verabschiede mich jetzt auch. Ja.